Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Heute ist Ostern, es gibt ein Oster-Special und wir haben mal unsere schönsten und erfolgreichsten Filme genommen. Bleibt dran! Axel, Hitparade. Hitparade der besten Wir heißen Axel-Filme. Eigentlich sind sie ja alle gut. Also einer ist besser als der andere, aber wir müssen... Ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Auswahlkriterium waren... Ganz einfach die Klicks. Wir haben die Klicks genommen und haben jetzt mal von Platz 5 zu Platz 1 die erfolgreichsten Videos, Filme mal genommen. Axel, kannst du dich erinnern? Platz 5. Lang ist es her. Ja. Das ist die erste Folge von Wir heißen Axel. Man sah es uns auch noch an. Ich war auch noch ein bisschen... Na, ich nicht. Aber Zippel Goes YouTube. Und ich finde das sehr interessant, dass unter den besten 5 Videos unser erstes ist. Ja. Ja, also wenn ihr zum Beispiel Serien ausgestrahlt werden im Fernsehen, da entscheidet ja die erste, zweite Folge, ob die sich überhaupt weitersenden. Richtig, genau. 2016. Das wussten wir noch. Gut. 2016 erschienen, ich glaube sogar im Frühjahr haben wir angefangen, im Mai, es war immer warm hier drin. Und da sind wir auf die Idee gekommen, das Ganze hier zu verstetigen, wie man heute so schön sagt. Und 6.700 Leute haben sich das Ding angeguckt. Ja, davon waren 5.000 wir beide selbst. Ja, das hat sich gelohnt, dass du es dir immer noch mal wieder angeguckt hast. Also 6.700 Klicks, das ist schon ganz ordentlich. Ja, wir haben damals den W50 vorgestellt, von innen und von außen, haben so ein bisschen über uns erzählt und haben den Leuten angedroht, dass wir jetzt öfter kommen. Wir haben gesagt, welche Filmproduktionsfirma es macht und trotzdem so viele Klicks bekommen. Ja. Ist auch nochmal, das war ja auch... Höchstwahrscheinlich war das auch der Durchbruch von Frog Motion, da kannst du von ausgehen. Nicht höchstwahrscheinlich. Ja. Voll. Gut, wir kommen zu Platz 4, Axel. Vier. Das war die Folge mit dem Multicar. Und heute gehen wir mal wieder in den Außendreh. Oh, noch eine andere Brille. In das Multicar. Sag mal. Den Multicar. Ich finde, das hört sich immer noch falsch. Fingerpalme, ja. Ist nichts. M25. M wie Multicar, 2 wie Zweisitzer, 5 wie fünfte Generation. 46 PS, 4-Zylinder Diesel. Ja, da geht's gleich los. Wir setzen uns rein, bleibt dran. Viel Spaß. Tja, so war das. M25. Genau, und dann saßen wir im Multicar, da sind wir doch auch mitgefahren, ne? Ja, wir wollten fahren. Ich glaube, er sprang nicht an. Hallo. Ah, ja. Nee, aber war auch schön. Und 7.100 Klicks. Richtig, Platz 4, dafür hat es gereicht. Aber du siehst, Axel, wir waren damals noch frisch dabei. Bloß die Batterie des Multicars hat nicht ganz mitgemacht. So war's. Wir mussten glühen und mussten uns nachher den Spott aussetzen, der Kommentare da unten. Die beiden haben das Ding nicht mal richtig angekriegt. Ne? Ja, stimmt. Nee, war aber auch ganz gut. Bisschen eng. Mit Funke? Da springt er nicht an. Ja, ich habe. Wir sitzen in einem originalen Mini-LKW der DDR, genannt M25 Multicar. Hat ganze 45. Wie du die Pausen so füllst, toll. Und wenn man springt auch an. Wir haben ja 2 Stunden moderiert, ne? Dazwischen ist alles so weggeschnitten. Ja. Ich bin auch noch ganz fasziniert. Das kann man ja, wie gesagt, alles wegschneiden. Ich sitze hier warm und trocken. Ich gucke mir das gerne nochmal an. Charlie 1 und Charlie 2. Den Spruch hast du immer noch drauf. Ne? Das ist das Einzige, was du am Funkgerät sagen kannst. Auf Achse. Also den Multicar, den haben sich tatsächlich über 7.000 Leute angeguckt. Und wir kommen damit zu Platz 3. Und Platz 3 ist rein in den Brummi. Ah. Und rein in den Brummi, da haben wir mehrere Folgen von gemacht. Und das ist alleine schon die erste Folge davon, in der wir den W50 vorgestellt haben. Wo du mich weggehupt hast. War das die? Ja, ich glaube, das war die. Ne? Wir können ja auch mal den oder irgendeinen hast du weggehupt. Wir können den Dave ja gleich mal mit abholen. Der war ja auch mal mit dabei bei den Folgen. Lass uns die doch mal angucken. Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Und heute geht es rein in den Brummi. Ah, das war ein Scania. In den letzten Folgen. Wir gucken jetzt mal rein in so einen LKW. Wir haben den neuen Scania vorgestellt. Die Polsterer-Familien gute Arbeit geleistet haben. Bis gleich. Und das mit den Polsterer-Familien ist noch heute legendär. Ach, da habe ich da aus Versehen die Standheizung angemacht und die war den ganzen Tag an. Das war so. Und der Fahrer sich da abends. Hattest du nicht Löcher in den Socken? War das nicht die Folge? Nee, ich hatte es vermutet.
Schuhe und ich aus. Mit Selfie-Stick. Denn mit Schuhen geht keiner in den Brummi. Nee, das gibt auf die Fresse. Wir haben hier auch eine Außenkamera, ja, wo ich nochmal die Strümpfe von uns filme. Da wurde kontrolliert, ob auch alles in Ordnung ist. Ganz wichtig. Axel, so, darf ich vor? Ja. Ja. Und wisch dir den Dreck von unter den Socken ab? Ja. Von unter den Socken? Ja. Das ist grammatikalisch richtig. Ja. Da haben wir immer Wert drauf gelegt in jeder Folge. Dass uns also unser Deutschlehrer hat uns nie angerufen. Oh, meiner lebt nicht mehr. Ja, das kann ein Grund gewesen sein. Wir sind hier ein bisschen ostlastig, deshalb gibt es hier eine Metropa-Kaffeemaschine. Metropa-Kaffeemaschine. Ostlastig, was in diesem Auto wohl ostlastig ist. Da kommt, guck mal. Und Dave noch mit Hut. Mit Hut, ja. Mit Hut. Das lenkt vom Gesicht ab. Ja. Die sind bis heute noch am Markt. Genau. Die Polsterer-Familien sind ausgewandert nach Neuseeland. Die haben sich da eine Ranch gekauft. Ja, aber das ist Bergziegen-Penisleder. Bergziegen-Penisleder, das war dein Vokabel. Ja, und? Von wem habe ich das? Aber es wird ganz hart, wenn man an dem Leder ständig reibt. Wenn du einen Sitz so lange reibst, bis es eine Liege ist, ist alles richtig. Das Lenkrad bleibt nicht so, das kann man dann nochmal zu sich ranklappen. Aber du weißt jetzt nicht mehr, wie das geht, weil du noch die LKWs mit... Hast du dich damals schon in die Pfanne gehauen, ne? Nee, so, du wusstest doch nicht, wie man das Lenkrad ja, umklappt. Du hast mich aber in die Pfanne, das hätte, ach man so, ja, gemerkt, das hätte man wegschneiden können. Nee, aber es ist doch toll, dass du schon so lange nicht mehr auf dem LKW sitzt. Ja, mir vertraut keiner so ein teures Stück an, das ist das Problem. Ich meine, ich konnte da drin stehen. Ich bin 1,93. Das ist schon toll. Ach, das war der Fernseher für die dänischen Western. Ich bin 1,93 und kann hier stehen. Ah, du bist nicht geschrumpft in der Zeit. 1,93. Da kann man nicht aufrecht stehen. In unserem LKW-Show. Ist das nicht toll? Und hier die kleinen Features. Die Features. Da hast du doch die ganzen Features noch. die Features. Ja. Alles vom Feinsten. Ich habe mal über die PS-Zahl referiert beim letzten Mal, das sage ich jetzt nicht wieder. Das gab Diplomaten. Guck mal, da gab es schon die ersten. Ja. Ersten. Und wie viel PS hat er? Der? 500, ne? Ja, die 500er der Klasse, ja, sicher. V8, ne? 630. 630 PS? Ja, aber wie gesagt, das klassische. Ich mache mich aber auch ganz gut als Beifahrer. Ja, wie du so links über die Tür guckst, das kann sonst keiner. So, pass auf, jetzt. Jetzt kommt die Szene. Das kann man ja alles schön rausschneiden, das ist alles nicht so schlimm. Jetzt, pass auf. Wie die Kamera wackelt draußen. Haut's ihn weg. Das ganze Ding. Ja, immer wieder schön. Gut. So, ja, das war Platz 2 oder 3. Wo waren das wir? War Platz 3. Und zwar? Und Platz 2 war ein YouTube-Kollege von uns, nämlich der Sascha Vernünftig. Ja, also keiner kennt ihn so richtig. Und bei uns hat er die große Ausnahme gemacht, weil Dave hat ihn, glaube ich, am Telefon so belabert, dass er die Ausnahme gemacht hat und ein Telefoninterview gegeben hat. Das hat natürlich dazu geführt, dass all seine Fans das Telefoninterview gehört haben und das gab 9.300 Klicks. Alleine für die Folge mit Sascha Vernünftig. Da ist jetzt im Video natürlich nicht so viel zu sehen. Da geht es mehr um die Texte, die er da von sich gibt, was er gemacht hat, warum er überhaupt das geworden ist, was er heute ist. Und zwischendurch hat er ja mal aufgehört, das hat sich aber nachher als April-Scherz rausgestellt. Und er, glaube ich, filmt immer noch, jeden Sendet Tag noch. Er noch? Und seine Fangemeinde wächst und wächst und hat uns Platz 2 sozusagen beschert. Ne? So sieht's aus. So, und jetzt kommen wir, Axel, zu Platz 1. Eins. Das ist eine Doppelfolge. Und da haben wir mal die Klicks von der Doppelfolge zusammengezählt und es sind unglaubliche. Du darfst es sagen, Axel. 23.500 Klicks. So sieht's aus. Ja. Das ist der Film, den wir jedes Mal mit unserem Vorspann zeigen, wenn wir Hand in Hand über die Bahngleise laufen. Genau. Da. In Warnweste. In Warn. Das war auch eine Folge, die richtig viel Spaß gemacht hat. Nichts gegen die W50, aber so ein Freiluftdreh mit dem Dave, ne? Das war gut. Und mit Matze, der Lokomotivführer. Richtig. Der war super. Der hatte, glaube ich, 2 Schachteln auf einer Tour. Eine Schachtel pro Tour. Richtung war es. Eine Richtung, ja. Keine Toiletten? Nee. Entweder anhalten oder anhalten. Ne? Ja, aber er hatte auch diese Maxi-Trinkflasche mit. Meinst du? Die mit dem extra großen Loch oben? Ja. Das kann natürlich sein. Weil die auf der Hintour ausgetrunken sind und auf der Rückfahrt. Keine Details, bitte. Ja, keine Details. Lass es einfach. Gedanken gemacht. Ja, lass es. Ne? Nach dem Filmdreh, wie er das macht. Ja. Also es waren schöne Szenen dabei. Es war Ink in der Lok.
es war laut in der Lok und spätestens als der Lokführer die Luft abgelassen hat und unser Dave vor lauter Schreck die Kamera hat fallen lassen, das war nochmal 10. Ja, und das war eine etwas ältere Lok, wo noch ein Hinweisschild war mit Führerhaus. Ja. Ne? Nun muss man sagen, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, mittlerweile haben wir ja eigene neue Loks in der Zulieferung. Da werden wir dann auch nochmal einen Außendreh machen. Die sind dann hochmodern. Hybrid-Loks. Die Hybrid-Lok, die nur noch einen ganz kleinen 16 PS Dieselmotor hat, den Akku auflädt. Ja. Das die ist schnurrt. Die schnurrt, ja, die gibt es dieses Jahr noch. Dieses Jahr höchstwahrscheinlich im September drehen wir mal auf der super neuen Lok. Die hat dann auch keinen Führerstand mehr. Nee. Und kein Lenkrad, was irgendwie doch als Bremse dient. Ja, das hatte ich irritiert. Da kommt Matze. Das Lenkrad hatte ich irritiert. Ja, ja. Also, ne? Du wolltest und abbiegen. Der Totmannschalter. Der Totmannschalter. Ja, den kennst du ja noch aus deiner alten Zeit, aber den gibt es auch noch. Da ist Matze, der alte Kettenraucher. Kann man nichts verkehrt machen. Nee. Ja, liebe Freunde, natürlich ist das nur eine Auswahl der beliebtesten und der erfolgreichsten Videos. Aber was hat euch am besten gefallen? Was wollt ihr gerne nochmal sehen? Wo sollen wir nochmal ansetzen? Wo sollen wir nochmal rein? In die Lok, in den Brummi, in wo rein auch immer. Also, ich kann mir da vieles vorstellen. Das ist klar. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Wir überlegen dann, ob wir das senden können. Und wir haben nochmal unten die Adresse eingeblendet, an die ihr das alles schicken könnt. Ja, kommentiert gerne und nicht den Daumen vergessen auf der anderen Seite. Und wie hieß die Schreibmaschine? Gabriele. Insofern, allzeit gute Fahrt. Moin, moin. Ja, das ist das Vorspiel. Genau, gleich geht's hart zur Sache. Ein bisschen durch muss ja auch noch kommen mit ihrem Arm, ne? Ja, jetzt knackt gleich die Schokolade. 69.